Hallo Leute, zu einem neuen Let's Play Adventure Map. Lange gab es keine Adventure Map mehr. Ich muss hier kurz auf Adventure Mode stellen, nochmal alles füllen, friedlich und ausmachen. Super. Das heißt, glaube ich, Black Castle oder irgendwie so. Ich werde den Download unten in die Beschreibung tun. Das ist wie immer blind. Ey. Ey. Ah, jetzt. Okay. Lava. Das ist das Kane Texturenpack. Ein sehr, sehr schönes Texturenpack. Die Regeln. Glas darfst du zerstören. Du darfst nichts anderes zerstören. Spiele auf Peaceful. Und noch viel Spaß noch. Knopf. Ach du Scheiße. So, dann gehen wir mal hier weiter. Stopp, 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 stopp. Suche den Button. Ach nee. Ach, Brot. Leck mich doch am Arsch. Rat. Dafür bräuchten wir jetzt ein Boot. Da sehe ich eine Kiste. Hier ist auch eine Leiter. Hier ist also nichts. Ah, hier. Hier ist eine Kiste. Super, ich habe den Knopf gefunden. Und die Soundeffekte, die kommen von der Minecraft 1.4. 1.4.2. Ich finde die... Manche sind wirklich gut. Manche sind auch wirklich unnötig. So. Wir Vorsicht, in diesem Labyrinth ist nie zu spaßen. Und nicht schon wieder ein Labyrinth, ne? Wenn ich jetzt nur Reis Minimap hätte. Hier unten ist schon mal nix. Hier geht's noch hoch. Hoppla. Hoppala, wieso lag's hier? Vorsichtig bewegen. Ah, seht ihr. Guck mal. Supi-dupi. Hopp. Ja. Wir haben es geschafft. So, vielleicht hilft dir ja rennen. Oh, das könnten wir vielleicht nutzen, ja. Müssen wir. Müssen wir sogar. Nicht schlecht, es wird schwerer. Ach, cool, das neue Fall ist jetzt so stumpf geworden, so abgehackt. So. Ich find's lustig. So bücken. Gestern war ich auf so einem Server, der hatte so richtig geilen Jump in Rand Parcours. So einen hammergeilen. Der war dreimal so hoch wie der. Und oben war eine Kiste mit Diamanten versteckt.
Ich bin da als erst, okay, nicht als erster, aber bestimmt haben das einige geschafft, aber ich habe da 2 Stunden dran gesessen. Hat mir sehr viel Spaß bereitet. Schon. Oh mein Gott, du hast es geschafft. Glückwunsch, dein Sabo LP und Shigaro. Was? Das war's? Oh. Das finde ich ja sehr toll, dass ich das geschafft habe. Ja, mein Fazit. Es war sehr kurz und knackig. Hatte viel. Ja, war sehr eigentlich. Hatte viel. Ich sag mal, wie soll ich das sagen? So Adventure-mäßiges mit. Und wenn das ein bisschen länger wäre, hätte ich mehr Bock, sie zu spielen. Aber das war's. Wollen die mich jetzt verarschen? Das war's doch noch nicht. Nein! Was hiermit? Achso, da kommen wir hier hin. Ja, okay. Mein Fazit. Jetzt bin ich irgendwo gelandet. Mein Fazit, es war eine sehr geile Adventure Map. Sie bekommt von mir, für die Kürze sagen wir mal, 7 von 10 Punkten. Also ein Gut. Der Download-Link ist wie immer in der Beschreibung zu dieser Map. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen hoch, kommentiert das Video. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Bis dahin noch eine schöne Zeit und tschüss.